Ich habe mir überlegt, was ich in diesen 12 Minuten rüberbringen will. Ich habe theoretisch 20 Slides, die ich alle zeigen könnte. Letzten Endes sind 5 Punkte, die es schön wäre, wenn ihr die am Ende des Vortrags euch irgendwie zuordnen könnt. Also zum einen würde ich gerne ein paar Worte zum Crowdinvesting, Immobilien verlieren, zum Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man Altes neu denken muss derzeit und eben auch nochmal zu diesen Themen Banken und Fintechs, sowie dieses Thema Fintech-Hype in Deutschland. Ist das ein Hype? Was passiert da gerade? Was geht ab? Zum ersten Thema Crowdinvesting Immobilien. Crowdinvesting ist ja so ein bisschen so ein Thema von wegen, oh, da haben spannende Berliner Firmen eine lustige Fahrradlampe entwickelt, da kann ich jetzt mitmachen und wenn die richtig gut sich verkauft, dann kann ich da auch noch Geld mitverdienen. Das ist so das, woran man geglaubt hat, wo sich Crowdinvesting auch weiterentwickelt. Ich behaupte, das geht momentan in eine vollkommen andere Richtung. Und zwar hat sich dieser Crowdinvesting-Markt in eine Richtung bewegt, die man eigentlich früher als Vermögensanlage betrachtet hat. Und vor allem das Thema Immobilien oder grüne Investments haben sich da draufgeschmissen. Und hier an diesem Slide sieht man, was das für Konsequenzen hat. Das Thema Startup-Finanzierung, wir haben jetzt mal die ersten beiden Halbjahre des vergangenen und diesen Jahres genommen. Und das Thema Startup-Finanzierung nimmt sogar ab. Was man sieht, was extrem in die Höhe schießt, sind Immobilien. Und Immobilien sind in dem Fall wirklich eben nicht irgendwie eine lustige Finanzierung. Das wird sogar ziemlich sachgerecht aufbereitet. Und mittlerweile gibt es ja auch ein paar andere außer uns, die eben genau sowas machen, dass man online unkompliziert über diese Crowd-Investing-Ausnahme, das hat auch aufsichtsrechtliche Themen, aber da kann ich aufgrund der 12 nur noch 10 Minuten gar nicht darauf eingehen. Insofern, dieses Thema geht gerade total ab. Also wenn man an Crowd-Investing denkt, dann ist das in Zukunft was anderes. Apropos Zeitpunkt, und jetzt muss ich schon schneller reden, scheiße, diese Zeit ist echt, setzt einen unter Druck. Also der Zeitpunkt ist, könnte nicht besser sein. Und das ist eigentlich das Spannendste gerade an diesem Thema. Ja? Also da kommt so einiges zusammen und ich bin total glücklich, dass ich genau in dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, dieses Geschäftsmodell mir überlegt habe. Denn es gibt auch einen schlauen Harvard-Professor, der hat herausgefunden, dass es gar nicht groß auf die Idee eines Startups oder des Geschäftsmodells ankommt. Es kommt letzten Endes immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt startet man dieses Startup und diese Geschäftsidee. Und ich behaupte ziemlich selbstbewusst, dass man es nicht hätte besser machen können. In Zeiten niedriger Zinsen, wie du eben schon gesagt hast, in Zeiten von Hype und Fintech, was ist da cool, da kommt was Neues. Und natürlich auch in Zeiten eines Marktes, der, und das sieht man an diesen lustigen zwei Bubbles, komplett eingebrochen ist. Der normale Kleinanleger kann oder will auch aufgrund von Attraktivität der bisherigen Produkte in geschlossene Immobilienfonds eigentlich nicht mehr investieren. Das ist für uns spannend, für uns cool, genau an dieser Stelle gerade diese Chance wahrzunehmen. Ich war immer traurig, dass ich irgendwie zu klein war bei der Wende oder bei irgendwelchen anderen spannenden politischen Ereignissen in Deutschland, irgendwie nicht dabei sein zu können oder im Nachhinein nicht dabei gewesen zu sein. Diesmal kann ich behaupten, als der Fintech-Hype losging, da war ich mitten dabei. So, zum Thema, was wir machen, einmal ganz kurz. Ich hatte gesagt, wichtiger Zeitpunkt, aber auch altes Neudenken. Also wenn man zum richtigen Zeitpunkt irgendwo einsteigt, dann muss man allerdings auch das Alte überdenken. Und wir haben uns ziemlich viel damit beschäftigt, was ist eigentlich in letzter Zeit schlecht gewesen, was wir anders machen können. Und glücklicherweise ist genau das Internet oder diesen direkten Weg der Investitionen, den wir durch das Internet zur Verfügung stellen, genau diese Punkte, die die Leute kritisiert haben, eben möglich auszumerzen. Mindestanlage, wir können Projekte schon profitabel machen, auch wenn man nur mit 500 Euro investiert. Das heißt, wir brauchen nicht zu warten, bis jemand vorbeikommt, der uns 200.000 oder sowas zur Verfügung hat. Dann lange Laufzeit, auch aufgrund der Kostenersparnisse, die wir in unserem Internetmodell haben, wo wir eben skalieren können, können wir auch mal kurze Laufzeiten anbieten. Macht nichts, wir stellen es einfach online. Mangelnde Transparenz, gut, darüber brauche ich nicht zu erzählen, das kann man einfach übers Internet teilweise besser kommunizieren als früher Fondsprospekte auf 76 Seiten vermeintlich gut dargestellt haben. Letzten Endes gab es meistens nur eine Seite, die relevant war, aber die haben die Kleinanleger seltenst gesehen oder auch verstanden. Nochmal ganz kurz zu erklären, was ist das eigentlich, Immobilieninvestitionen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, gerne dazu gleich noch Fragen. Eine Immobilieninvestition, gerade Neubau, besteht meistens aus
drei verschiedenen Finanzierungstranchen. Großer Teil ist die Bank. Insofern bin ich auch nicht ganz eins zu eins d'accord mit den Aussagen meines Vorredners. Die Bank hat schon noch eine gewisse Relevanz. Das kann man nicht anders behaupten. Und diese zweiten Tranchen, das ist für uns das Spannende, weil die sind erstens sehr hoch rentierlich und zweitens kann man die eben neuerdings einfacher online anbieten, was vorher ausschließlich vermögenden Privatpersonen zugänglich war. Weil so ein Projektentwickler, der hat einfach nicht unbedingt Kleinanleger fragen wollen, ob sie ihm helfen, sein Projekt zu bauen, sondern das geht eben nur, wenn man den Intermediär hat, der einem diesen Zugang zu diesen Kunden liefert. Um das plastisch darzustellen, haben wir hier verrückte drei Slides dargestellt, die alles andere als animiert sind, sondern mich dazu bringen, hier jetzt einmal zu drücken. Wenn man sich also vorgestellt hat, früher war das Projekt und man hat irgendwie versucht, zueinander zu kommen, dann waren da eben Fondsgesellschaft, Bank und Immobilienmakler oder auch noch andere Vermittler zwischendrin und das bums, 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 geht jetzt einfach direkt da. Also, Dinge neu denken ist momentan das Credo und das ist das Coole, dass einem momentan auch Leute zuhören, sogar Banken. Wenn man denen erzählt, guck mal hier, ich habe mir was Neues ausgedacht, dann sind die, und das hat sich gewandelt in den letzten anderthalb Jahren. Also vor anderthalb Jahren hätte ich noch gedacht, oh je, mit denen wird das nie mehr was. Pustekuchen. Also da gibt es schon momentan eine ganze Menge interessierte Banker, die sich mit diesen Themen beschäftigen und teilweise einfach dann auch das Geld und, nochmal Thema Randnotiz, das aufsichtsrechtliche Know-how haben, was viele Fintechs nicht haben, um Produkte zu strukturieren oder zu machen. Ich bin sehr beeindruckt von der Kooperation der Deutschen Bank mit einem Hamburger Fintech, Zinsland nicht, sondern Zinspilot. Die integrieren tatsächlich jetzt die Deutsche Bank, eine Software, die hier in Hamburg von einem kleinen, mittlerweile schon sehr viel größeren Startup programmiert wurde. Insofern, da geht schon was, da passiert schon was. Insofern, zum Thema Banken und Fintechs. Es gab mal vor einer Zeit diese Darstellung, ich glaube, vom Handelsblatt, von wegen Banken, schlechte Laune, kleiner Fisch, noch viel kleinere Fische, Fintechs. Alle letzten Endes werden von Apple, Amazon und Google aufgefressen. Auch da bin ich jetzt noch skeptisch. Ja. Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir allen Ernstes Amazon-Filialen in Castrop-Rauxel haben. Aber wo ich auf jeden Fall nicht unbedingt zustimmen würde in dieser Darstellung ist, dass dieses Thema irgendwie so ein Gegeneinander ist. Ich glaube, da entwickelt sich derzeit gerade was und das müsste man eigentlich begrüßen, dass nämlich sehr wohl Fintechs und Banken sich gegenseitig gerade beschnuppern oder eben auch schon machen. Und das ist das, was ich gut finde, was mehr passieren muss auf die Frage, was müssen jetzt eigentlich Banken machen, ist genau das die Antwort. Banken sind alles andere als dumm, sie sind nur einfach verdammt langsam, viel zu langsam. Und das ist der Grund, weswegen sie Fintechs brauchen. Und das ist der Grund, warum es Sinn macht, jetzt miteinander zu sprechen. Wir tun das schon mit verschiedenen und merken, dass die sehr wohl sich ihre Gedanken machen. Es kann sehr wohl sein, dass einige irgendwann aus der Kurve fliegen, weil sie sich eben nicht genug Gedanken gemacht haben. Aber einige werden es packen, ganz bestimmt. So, und jetzt, 3 Minuten noch. Zum letzten Thema, Standortfrage. Dieser Hype, der gerade in Deutschland stattfindet, und der Vergleich mit dem internationalen Hype, der letzten Endes genauso auch schon teilweise viel früher in Amerika oder in London stattgefunden hat, den machen wir jetzt mit oder nach. Im Zweifel sind die Zahlen auch schon wieder veraltet, wo hier was passiert. Letzten Endes ist es mir aus meiner Sicht wirklich wurscht, ob das jetzt in Hamburg, Frankfurt, Berlin oder München stattfindet. Hauptsache es findet statt. Denn wenn man sich mal allein nur den Markt des Crowdinvesting Immobilien international anschaut, dann ist das auch hier zu sehen, wie vollkommen egal es ist, wer in welcher Stadt Deutschland sich diese 23 Millionen jetzt zusammen haben sammeln lassen. Sondern es ist so, dass da drüben in Amerika und auch teilweise in England sich Leute Gedanken machen zum Thema, ich habe neulich, oder schon ein paar Wochen her, mit einer englischen Plattform gesprochen, die sehr ähnliche Sachen machen wie wir. Und am Ende eines sehr netten, freundlichen Telefonats und des Austauschs sagt er dann, right now we're looking at Germany. Das Einzige, was sie noch abhält, ist das Aufsichtsrecht. Ansonsten würden nämlich hier einige Fintechs sich den deutschen Markt auch schon unter den Nagel reißen. Insofern vollkommen wurscht, wo in Deutschland, Hauptsache jetzt machen.
Und jetzt habe ich noch 2 Minuten, unfassbar, das war ich zu schnell. Insofern kann ich mir noch 2, 3 Sachen ausdenken oder einfach jetzt aufhören. Nee, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt sich noch irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ihr dürft eine Frage mehr stellen.